Die Sims 4 Star Wars Reise nach Batuu wurde offiziell mit einem großen Trailer im Rahmen der Gamescom Opening Night vorgestellt, auf den ich in diesem Video reagieren möchte. Nur als Vorwarnung, ich habe keine Ahnung von Star Wars und irgendwie habe ich das Pack-Thema nicht sonderlich gut aufgenommen. Es ist wieder Pack-Ankündigungszeit. Und in diesem Video will ich auf das 9. Gameplay-Pack für die Sims 4 reagieren, was jetzt in einer halben Stunde vorgestellt wird. Ich habe noch gar keine Ahnung, was es denn so sein wird, aber ich bin auf jeden Fall gespannt und ich dachte mir, meine Reaktion kann man ja auch in einem Video festhalten. Bevor es dann mit meiner Reaktion richtig losgeht, wollte ich euch noch schnell auf Instant Gaming aufmerksam machen. Dort bekommt ihr Sims 4 Packs für teilweise 15 Euro Erweiterungen, Gameplay Packs teilweise für 13 Euro. Schaut auf jeden Fall mal in der Beschreibung vorbei, wenn ihr mich unterstützen wollt und wenn ihr euch dafür interessiert. Passend zum Anlass habe ich natürlich auch mein Sims-Shirt angezogen und ich würde sagen, jetzt geht's auch direkt mit dem Video los. Okay, der Livestream hat angefangen. Ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt. Jetzt geht's hier erstmal um Black Ops. Ich bin natürlich mal gespannt, wann jetzt die Sims dann doch kommen. Ich glaube, für den Großteil der Spieler, die diesen Stream angucken, ist Sims jetzt nicht so relevant. Aber für uns natürlich besonders. Deswegen kann jetzt natürlich noch ein bisschen dauern. Übrigens, wenn ihr direkt zur Stelle spulen wollt, wo es um die Sims geht, dann schaut einfach mal bei diesem Zeitbalken vorbei. Und da habe ich euch das Ganze nämlich auch nochmal markiert. Ich muss zugeben, dass mich so Shooter und so ehrlich gesagt nicht so interessieren. Aber vielleicht werden ja auch noch ein paar andere Spiele gezeigt, die ich ganz cool finde. Mal schauen. Das ist eigentlich ganz witzig, immer wenn da so ein Trailer endet und dann diese Überblendung kommt, denke ich immer, okay, jetzt kommen die Sims, aber dann ist es doch nicht der Fall. Oh, Crossover. Sims 4 Star Wars? Sims 4 Star Wars? Jetzt wird's spannend. Komm, komm, ich will nicht nur länger warten. Nein. Mann. Es wurde von einem Crossover gesprochen. Es hätte Star Wars sein können. Crash Bandicoot. Ja, irgendwie. Auf der Gamescom wäre ich jetzt auch gerne. Ist ja echt schade, dass es dieses Jahr nicht stattgefunden hat. Letztes Jahr war es auch mega cool. Ich habe sogar ein paar von euch gesehen, aber dieses Jahr... auch mal ungewohnt, die Messehallen so komplett leer zu sehen. Ich habe ja auch erst überlegt, ob ich das Ganze quasi als Livestream starten soll, aber nein. Die ganzen Spiele, die hier gezeigt werden, sind alle gar nicht so unbedingt meins. Also Crash Bandicoot war gerade ganz cool, aber sonst... ja, so Shooter, ich weiß nicht, das ist echt nicht meins. Aber sonst... jetzt warten wir einfach mal, so lange wird es bestimmt nicht mehr dauern, bis jetzt mal die Sims doch da sind. Ein Shooter in Pixel-Optik? Oder was? Ja? Okay. Ein GTA in Pixel-Optik. Es wird ja immer besser. Das sieht ja schon irgendwie witzig aus. Okay, jetzt gerade geht's um Star Wars. Vielleicht kommt dann ja auch jetzt wirklich gleich die Sims-Ankündigung. Ich meine Star Wars und wir hatten schon diese Geschichte mit den Sims. Dass das Icon, was geleakt wurde, das vielleicht darstellen könnte. Vielleicht kommt das jetzt gleich. Thematisch würde es zusammenpassen. Und wenn es jetzt nicht kommt, dann denke ich vielleicht, dass es dann vielleicht doch ein anderes Thema ist, aber wir sehen es ja gleich. Okay, EA hat noch mehr zu zeigen. Da könnte man jetzt auf die Sims überleiten. Ja, oh nein, nein, er hat es wirklich gesagt. Okay, es wird ein Sims Star Wars Gameplay Pack. Oh nein! Oh, was? Journey to Batuu. Nein! Ohne Spaß. Ich mache ja sonst eigentlich keine Reactions, weil meine Reaktion immer ziemlich langweilig ist, aber... ja, okay, die Welt sieht eigentlich ganz cool aus. Das passiert nicht wirklich. Ihr müsst wissen, ich finde Star Wars... also, ich habe zwar ein paar Filme gesehen, aber... das sieht so unreal aus. Das passt überhaupt nicht zusammen. Ist das schon wieder eine recycelte Animation? Ach Mann, aber an sich vom Gameplay, das sieht ja schon mal ziemlich interessant aus. Da kann man nichts anderes sagen. Die Frisur von der Frau ist auf jeden Fall nicht neu. Boah, aber so viele Star Wars-Inhalte. Die Sims haben alle Star Wars-Klamotten an. Das werde ich nie in meinem Spiel benutzen. Okay, diese Roboter, R2-D2 und so, die sehen schon ganz cool aus. Und wir haben so fliegende Raumschiff-Dinger. Oh, nein, ich will keine Star Wars-Wohnung. Ich möchte meine Sims nicht...
Nein. Wie sieht das Render aus? Das würde ich jetzt noch gerne wissen. Okay, am 8. Ist ja schon bald. Ah, das hat mich gerade jetzt schon ein bisschen schockiert, muss ich sagen. Ich habe insgeheim darauf gehofft, dass es nicht passieren wird. Es ist passiert. Wir haben ein Star Wars Gameplay Pack in die Sims 4 mit, glaube ich, allem, was dazugehört. Das ist so schrecklich. Also an sich, für Leute, die Star Wars mögen, ist das ja mega cool. Und an sich ist ja auch dieses Thema von Star Wars nicht unbedingt schlecht. Aber ich finde, es ist absolut bescheuert, dieses Star Wars-Thema einfach so als Pack zu verpacken. Die ganzen Inhalte sind halt extrem Star Warsig, wenn man das so sagen kann. Eigentlich will ich das nicht unbedingt im Spiel haben. Wird das jetzt schon mein Gameplay-Pack, was ich am wenigsten mag? Ich weiß es nicht. Boah. Insgeheim, ich habe gehofft, vielleicht kann es noch die Schneewelt werden, aber irgendwie war es dann doch ein bisschen unrealistisch. Aber ja, irgendwie, ich habe ja natürlich keine Ahnung, deswegen kann ich nicht unbedingt sagen, wie realitätsgetreu das alles ist. Ich denke mal schon, dass sie da auf jeden Fall viel Mühe rein investiert haben. Vielleicht müssen wir erstmal noch abwarten. Wir haben jetzt schon mal ein paar Szenen gesehen. Also es gibt auf jeden Fall, so wie es jetzt aussah, schon einige neue Inhalte. Die Frage ist halt bloß, ob das Spaß machen wird. Ich bin ein bisschen schockiert, wenn man das so sagen kann. Naja. Was meint ihr denn dazu? Das könnt ihr mal auch gerne in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, sieht man sich direkt bei der Trailer-Analyse wieder. Ich gehe jetzt weinen.